Der Friede Gottes sei mit uns allen. Amen. Ein herzliches Willkommen Ihnen allen zur Videoandacht am dritten Sonntag in der Passionszeit aus der Stadtkirche in Hesse-Schlichtenau. Der heutige dritte Sonntag der Passionszeit trägt den lateinischen Namen Oculi, meine Augen. Meine Augen sehen stets auf den Herrn. So hören wir es nachher im Wochenpsalm. Den Blick aufzuheben, aufzuschauen zum gekreuzigten Herrn. Der Blick zum Kreuz, das wird heute Thema sein in diesem Gottesdienst. Ich lese aus Psalm 25 in einer Übertragung von Jörg Zink. Nach dir, Herr, verlangt mich, zu meinem Gott erhebe ich meine Seele. Tue mir kund, Herr, deine Wege und lehre mich deine Pfade. Leite mich in deiner Wahrheit, denn du bist der Gott, der mir hilft. Auf dich hoffe ich täglich. Wende mir zu deine Barmherzigkeit, Herr, und deine Güte, die von Ewigkeit her besteht. Gedenke nicht der Sünden, denke aber an mich mit deiner Gnade, denn ich weiß, dass du gütig bist. Der Herr ist gütig und verlässlich, darum zeigt er den Irrenden den Weg. Er gewährt Gerechtigkeit den Bedrückten und leitet die Elenden auf seiner Straße. Alle seine Wege sind Huld und Treue für alle, die seinem Willen nachleben. Meine Augen sehen stets auf den Herrn. Er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen. Wende dich zu mir und sei mir gnädig, denn einsam bin ich und elend. Die Enge meines Herzens mache weit und führe mich heraus aus der Drangsal. Bewahre meine Seele und errette mich. Lass mich nicht zugrunde gehen, denn ich vertraue auf dich. Amen. Liebe Gemeinde, an den Sonntagen vor Ostern erinnern wir uns jedes Jahr neu an den Leidensweg Jesu bis zum Kreuz. Die Evangelien berichten uns darüber, dass Jesus seine Jünger auf sein Sterben vorbereitet. Jesus kündigt sein Leiden mehrfach an, und im Johannesevangelium finden sich sogar sogenannte Abschiedsreden Jesu. Daraus lese ich jetzt einige Verse aus dem Johannesevangelium im 16. Kapitel. Jesus spricht: Noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Da sprachen einige seiner Jünger untereinander: Was bedeutet das, was er zu uns sagt? Noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht sehen. Und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. Und ich gehe zum Vater. Da merkte Jesus, dass sie ihn fragen wollten und sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Diese Worte erinnern mich an Begegnungen mit Menschen, die sich wie Jesus dem Tode nahe fühlten und dies ihren Angehörigen mitgeteilt haben. Häufig wollen Angehörige das aber gar nicht hören und wiegeln ab. Genauso auch die Jünger. Sie verstehen nicht, dass Jesus sie darauf vorbereiten möchte, dass sie bald ohne ihn leben müssen. Was bedeutet das, was er zu uns sagt? Noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Die Freunde Jesu können und wollen sich nicht vorstellen, dass Jesus sie verlassen, dass er sterben wird. Erst am Karfreitag werden sie sich wieder an seine vorausdeutenden Worte erinnern.
Jesu Weg am Kreuz ist ein Spiegel eines Sterbe- und Trauerprozesses, wie ihn Menschen erleben. Die Leidensgeschichte Jesu aber verdichtet sich noch einmal im Schauen auf das Kreuz. Jedes Kreuz, sei es im Gottesdienstraum, sei es in einem Krankenzimmer, zu Hause oder in Wald und Flur, jedes Kreuz erzählt neben den Leiden Jesu immer auch vom Leid, von Schmerzen und verzweifelten Fragen ungezählter Menschen, ja der gesamten Kreatur bis heute. Der Blick zum Kreuz vereint jedoch neben der Vergegenwärtigung des Leidens auch den Ausblick auf Hoffnung, die über den Tod hinausgeht. Ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden, so Jesus in den Abschiedsreden zu seinen Jüngern. Das Kreuz lässt den Blick auf das Leben zu. Das Leben, das uns blüht, in das der auferstandene Christus uns vorangegangen ist. Im neuen Gesangbuch im EG Plus unter der Nummer 15 findet sich ein Lied, das den Blick zum Kreuz zum Klingen bringt. Bei einem Spaziergang durch den Wald in diesen Tagen fiel mein Blick hier und da auf vermoderndes Holz auf dem Waldboden. An Weggabelungen, wo der Platz es zuließ, waren frisch gefällte Baumstämme hoch aufgestapelt worden. Erschreckend vielen Bäumen hat der Borkenkäfer in den letzten trockenen Sommern schlimm zugesetzt. Bäume fallen oder sterben ab. Auch ihre Lebenszeit ist begrenzt wie die von uns Menschen. Ich spüre, wie ich mich beim Betrachten der abgestorbenen Bäume der Schöpfung näher fühle. Traurigkeit überkommt mich. Die hoch aufragenden Bäume waren mir immer Zeichen von Stärke und Lebenskraft. Nun liegen sie am Boden vermodernd oder in Stücke zerteilt zum Abholen bereit. Das tote Holz wird mir zum Gleichnis für die Vergänglichkeit allen Lebens. Dann richte ich meinen Blick hinauf zum blauen Himmel, der sich über den Baumwipfeln auftut. Bei dem Kreuz mit Blick zum Himmel sammeln sich in diesen Tagen Splitter der Erinnerung, Trauer, die wir in uns tragen. Vieles, was da in mir ist an Traurigkeit, trage ich schweigend in mir. Das meiste mache ich mit mir selbst aus. Aber mitunter ereignet es sich, dass das, was sich an Trauer, an Enttäuschungen, auch an Verletzungen in mir angesammelt hat, Ausdruck verschafft. Manchmal geschieht das im Gespräch mit anderen Menschen, die mir meine Traurigkeit spiegeln. Erinnerungen an schwere Tage, an schmerzliche Verluste dürfen zu Wort kommen.
als Klage, als Tränen, auch als Hilferuf an Gott im Gebet. Mit dem Blick auf das Kreuz kommt mein Schmerz an, findet einen Ort, fällt nicht ins Leere, ist aufgehoben bei Gott. Mancher Trost ist tief verborgen, mancher Trost will Hoffnung wagen. Bei dem Kreuz mit Blick zum Himmel leuchten auf in diesen Tagen Träume der Erinnerung, Gottes Worte, die uns tragen. Das Kreuz in jeder Kirche, am Wegesrand im Krankenzimmer, in jeder Todesanzeige vereint das Vorfindliche, unsere Lebenswirklichkeit, mit dem in Christus Erhofften. Es steht für das Leben in aller Begrenztheit, für Leiden, Schuld und Tod. Zugleich aber weist das Kreuz immer über sich selbst hinaus. Dafür steht der vertikale Balken, der zum Himmel zeigt. Zeichen für die Überwindung allen Leidens in der liebenden Gemeinschaft mit Gott. Auch ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Solche und andere Worte in der Bibel stärken das Vertrauen, dass Gott nicht Leid und Schmerzen, sondern Freude und Leben für uns will. Mag sein, dass uns oftmals der Zugang zu solcher Zuversicht fehlt. Aber manchmal geschieht es, dass sie uns findet. Und dann leuchtet wieder Hoffnung in uns auf und macht Mut zum Leben. Amen. Zum Gebet. Du Gott, der von Anfang an war, du Wort des Lebens, über uns ausgesprochen, uns berührend. Du, der es jeden Tag hell werden lässt, komm herbei, hilf uns in unserem Leben, so wie es ist, in der Freude, im Schmerz. Hilf uns, uns neu zu finden in deinem Licht. Du Christus, Bruder im Leben und im Leiden, mit deinem ermunternden Ruf, euer Herz soll sich freuen. Du mit deinem gütigen Blick vom Kreuz, komm herbei, hilf uns, uns neu zu finden in deinem Licht. Du Geist, Lebenshilfe an Wegkreuzungen vor schweren Entscheidungen, heller Schein in dunkler, schlafloser Nacht. Komm herbei, Kraft und Trost, uns neu zu finden in deinem Licht. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Empfangt den Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.